Herzlich willkommen auf Team Football, seit langer Zeit mal wieder ein Video, aber ich komme direkt zum Thema. Der VfB schmeißt Bruno Labbadia raus. Er hat aus zwölf Spielen nur einen Sieg geholt. Miserable Bilanz. Man hat sich definitiv mehr erhofft. Jetzt kommt Sebastian Hoeneß, der letzte Saison noch bei Hoffenheim Trainer war. Meiner Meinung nach eine sehr gute Entscheidung, weil Labbadia, ich habe lange Labbadia unterstützt und habe gesagt, gebt ihm Zeit. Er braucht ein bisschen Zeit. Er wird seine Ideen dann einbringen. Aber jetzt, nach einer gewissen Weile, ist auch mir aufgefallen, wie taktisch unflexibel Labbadia ist und dass vielleicht sein Fußball einfach auch in gewisser Weise überholt ist, weil klar, in gewisser Weise ist auch die Mannschaft schuld. Absolut. Die Mannschaft hat auch einfach irgendwie ein mentales Problem. Ich weiß nicht genau, was es ist. Und man muss ja sagen, Hoeneß war bei Hoffenheim nicht so konstant. Davor war er mit Bayern Ligameister, dem FC Bayern 2 Ligameister in der dritten Liga. Also er kann schon was und ich denke auf jeden Fall, es ist eine gute Mischung. Er wird auch saisonübergreifend da bleiben, egal ob jetzt erste oder zweite Liga. Man will mit ihm langfristig planen, was ich sehr gut finde. Er ist einer, der mit sowohl Talenten, aber auch Profifußballern schon umgehen kann. Also ich denke, es ist eine gute Entscheidung und vielleicht bringt er, der bei Hoffenheim eher inkonstante Leistung gebracht hat, dieser inkonstanten Mannschaft vielleicht eine konstante Leistung bei. Ich weiß, klingt widersprüchlich. Ich hoffe aber irgendwie, dass vielleicht ein bisschen Konstanz reinkommt und ein neuer Impuls kommt. Er kriegt einen Vertrag bis 2025 und wie gesagt, ich finde, auch wenn man absteigt, das ist nicht die schlechteste Entscheidung. Auf ihn wäre ich persönlich gar nicht drauf gekommen. Jetzt heißt es auf jeden Fall gegen Nürnberg performen und dann am Wochenende gegen Bochum. Ich denke, was viele auch freuen wird, ist, dass Anton nicht mehr auf der Rechtsverteidigerposition spielen wird. Aber das ist dann auch wieder ein anderes Thema. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert gerne den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Aktuell kommen weniger Videos oder besser gesagt fast gar keine, weil ich aktuell im Prüfungsstress bin. Das wird sich dann wahrscheinlich bald wieder ändern. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.